Wie wolltest du die neue Euphorie über künstliche Intelligenz, nachdem Google etwas Neues gebracht hat? Aber wir haben auf der anderen Seite eine Art Aufwärtscrash beim Yen, der durchaus ein Risikofaktor ist. Warum, will ich gleich zeigen, aber wir starten erstmal mit der KI-Euphorie an der Wall Street. Und wir sehen, Alphabet ist über 5% im Plus, nachdem man Gemini rausgebracht hat gestern Abend. Wie man sagt, das größte und fähigste KI-Modell, das derzeit am Markt ist. Dazu kommt dann noch AMD. Das sagt, wir haben einen neuen Chip entwickelt, der durchaus in Konkurrenz gehen kann mit Nvidia. Schwamm drüber, Nvidia ist trotzdem gestiegen, obwohl AMD sagt, wie wir gleich sehen, dass das durchaus eine Gefahr für Nvidia sein kann. Hier sehen wir mal dieses Gemini. Das zielt offenkundig auf ChatGPT, also ist dann indirekt auch ein Angriff wiederum auf Microsoft, die ja hinter ChatGPT respektive OpenAI stehen. Google hat sein neues Modell vorgestellt. Das kann wohl angeblich Text, Code, Audio, Bild und Video gleichzeitig verstehen und nahtlos kombinieren, wie es hier heißt. Da gibt es dann drei Größen für unterschiedliche Aufgaben und Systeme, derzeit nur in Englisch, dann sollen andere Sprachen auch kommen. Und hier sehen wir nochmal AMD, die sagen, wir sind jetzt vor Nvidia mit unserem neuen Chip. Ob das so ist, kann ich nicht beurteilen, aber es ist schon interessant, dass diese Alleinstellung von Nvidia vielleicht doch endlich ist, die hier immer postuliert wurde und ja so viel Marktkapitalisierung diesem Unternehmen gebracht hat. Gucken wir mal auf die Wall Street. Dann sehen wir natürlich Nasdaq 100, Google alleine 5%. Das ist natürlich ein absolutes Schwergewicht. Dow Jones mehr oder weniger unverändert, ebenso die Nebenwerte. Russell, der S&P etwas besser. Interessant ist, wenn Sie unten mal gucken, dass der VIX nicht fällt, obwohl die Kurse ja deutlich gestiegen sind heute. Und hier sehen wir mal die sogenannte New High, New Low Cumulative. Also kumulative neue Hochs minus neue Tiefs, gemeint sind 52 Wochentiefs bei US-Aktien. Und wir sehen von einer Rallye, wenn Sie da oben mal gucken, ist überhaupt nichts zu sehen. Wir machen permanent mehr neue Tiefs als neue Hochs. Und das, obwohl der S&P 500 ja deutlich gestiegen ist, seit Ende Oktober, wie Sven Henrik hier zeigt. Die Stimmung ist sehr, sehr bullisch nach wie vor bei den Privatinvestoren. Auch wenn die Bären jetzt ein bisschen Zulauf aus dem neutralen Lager bei den Privatinvestoren bekommen haben. Aber jene Privatinvestoren, die haben in der letzten Woche 6,8 Milliarden Dollar investiert in US-Aktien. Das ist der größte Zufluss seit über 20 Monaten. Also da sind alle auf Weihnachtsrallye programmiert. Aber ob diese Weihnachtsrallye stattfindet, hängt wahrscheinlich auch von den morgigen US-Arbeitsmarktdaten ab. Hier die Erwartung 180.000 nach den schwachen ADP-Daten und so weiter, dürfte das wohl schon fast ein bisschen hochgegriffen sein. Die Flüsterschätzung dürfte inzwischen ein bisschen nach unten gekommen sein. Wichtig auch die Stundenlöhne. Goldman Sachs hat hier mal gesagt, also wenn jetzt die Zahl über 250.000 ist, dann dürfte der S&P mindestens 0,5% fallen. Wenn sie zwischen 150 und 200.000 ist, wäre alles okay. Wenn sie zwischen 50 und 150.000 ist, dann dürfte der S&P 1% steigen. Wenn sie dagegen unter 50.000 ist, dann würde er mindestens 0,5% fallen. Also man kann sagen, die Daten dürfen nicht zu gut ausfallen, wegen dann der Zerstörung oder des Angriffs auf das Narrativ. Die Fed wird bald die Zinsen senken, und sie dürfen nicht zu schlecht ausfallen, weil sonst Rezessionssorgen aufkommen. Das wird sehr tricky morgen. Heute haben wir Jobless Claims gesehen, die allerdings so ein bisschen geschönt waren. Seasonal adjusted, unseasonal adjusted, also nicht saisonal angepasst, wären die sehr deutlich gestiegen. Die Amerikaner und ihre saisonalen Anpassungen, das ist ein eigenes Kapitel. Wir hatten dann auch noch Challenger Arbeitsplatzabbau. Sehr deutlich, dass die Stellen jetzt Stellen abbauen tendenziell, also mehr abbauen als aufbauen. Aber hier sehen wir nochmal diese Zinserwartungen. Und deswegen sind die Arbeitsmarktdaten morgen wichtig. Da sind jetzt 5 Zinssenkungen eingepreist.
bis jetzt eben in nächster Zeit, also bis Januar 2025. Also das ging sehr, sehr schnell, wie die Wall Street hier umgeschwenkt ist. Nicht nur die Inflation, auch die Konjunkturdaten werden ja immer schlechter. Jetzt sagen manche hier, manche Analysten, Mensch, die Fed muss doch jetzt endlich mal zur Kenntnis nehmen, dass die Inflation runtergekommen ist und wohl bald bei ihrem 2%-Ziel liegen wird. Also müsste sie die Zinsen senken, sonst kann sie wirtschaftlichen Schaden hervorrufen. Dann sagt ein anderer, hier Michel Arouet, naja, schön und gut, aber die Fed senkt normalerweise nicht die Zinsen wegen der Inflation, sondern sie tut das, wenn eine Rezession im Anmarsch ist, gerade wenn die Unternehmen sozusagen an Umsatz und Gewinn verlieren. Mal sehen, welche Meinung sich hier durchsetzt. Aber ein Punkt könnte auch sein, eben in Sachen Zinsen, dass natürlich die Verschuldung der Amerikaner so groß ist. 34,2% aller Schulden weltweit haben die Amerikaner. Das ist viel mehr als ihr BIP in Relation zum Gesamt-BIP der Welt ausmachen würde. Wir sehen also, das ist absolut dominant. China fast so viel wie Japan. Japan fast so viel wie China. Da sehen wir, wie stark verschuldet auch die Japaner sind. Wir kommen gleich zu diesem Komplex mit dem Yen. Da sind wir schon. Nämlich, was ich heute getitelt habe, ist das eine Zeitenwende in Sachen Geldpolitik in Japan. Yen mit massiver Aufwertung. Was da heute passiert ist, das kann man wirklich als Aufwärtscrash bezeichnen. Zunächst mal sind die Renditen gestiegen, so stark wie seit einem Jahr nicht mehr bei den japanischen Anleihen. Ueda, der Notenbankchef, hatte gesagt, naja, also es kann sein, dass wir das nicht durchhalten werden mit unserer Geldpolitik. Die Japaner sind ja die einzigen, die faktisch noch Nullzinsen haben, die Negativzinsen haben, die Anleihen kaufen, die ETFs kaufen als Notenbank. Das ist ja wirklich schon richtig krass. Und das hat durchaus Einfluss auf die Welt, denn die Japaner sind die größten ausländischen Käufer von US-Staatsanleihen. Aber vor allem ist Japan die Tankstelle für kostenloses Geld, denn ich kann mir einfach Yen unverzinst leihen und lege das in höher verzinsten Bereichen an oder spekuliere mit Aktien mit diesem kostenlosen Geld. Das ist vor allem dann erfreulich, wenn der Yen noch abwertet, was er ja sehr lange gemacht hat. Das heißt, meine Schulden sinken sozusagen. Ich nehme ja praktisch einen Kredit in Yen auf und wenn der Yen an Wert verliert, dann sinken meine Schulden. Und das ist alles richtig schön, der sogenannte Carry Trade, bis dann etwas anderes passiert, nämlich der Yen aufwertet. Hier sagt Diego Fasnacht aus meiner Sicht zu Recht, steht ein globaler Margin Call bevor, weil das, so sagt er, dies ist eines der größten Marktrisiken überhaupt. Viele Positionen sind gehebelt mit billigem japanischem Geld. Wird der japanische Yen teurer, dann könnten diese Positionen aufgelöst werden müssen. Und was wir heute im Yen gesehen haben, das riecht nach Zwangsliquidationen. Schauen Sie mal hier. Links, da war der Yen noch bei 143,97, also Dollar-Yen, 143,97, über 2% gefallen. Normalerweise ist 1% im Währungsbereich. Wenn also eine Währung zu einer anderen schon 1% fällt, ist schon richtig viel. Hier sehen wir dann ging es noch weiter runter bis unter 142, kommend von über 147 heute. Also das war ein richtig fetter Move, teilweise 600 Pips hat man hier verloren, hier vor allem dann mit dieser Kerze, die dann extrem schnell nach unten ging. Damit sind sozusagen die Gewinne von denjenigen, die auf eine Abwertung spekuliert haben, des Yen, was ja durchaus Sinn gemacht hat, die sind jetzt praktisch in wenigen Tagen komplett zerstört worden von einem halben Jahr. Wir sind jetzt auf dem Stand wieder von August und vor allem hier diese Aufwertung der Anleihen. Something major going down in Asia, sagt hier ein Twitter-Kommentar, das ist ein Rush to the Exit Door. Das könnte noch richtig gefährlich werden. Wir werden sehen, was passiert, aber es ist zumindest ein Risiko, das man im Hinterkopf behalten sollte, denn solche Bewegungen wie heute im Yen, das wird Leute gekillt haben. Da werden Leute aus der Kurve geflogen sein und manchmal sieht man dann so die Folgewirkungen erst später, wenn Leute aus der Kurve geflogen sind. Aus der Kurve fliegen teilweise auch die Rohstoffe. Wir sehen hier niedrigstes Niveau seit Oktober 21.
oder seit Ende 2021. Das heißt, dass dieses Goldilocks-Szenario zumindest von den Rohstoffmärkten nicht so wirklich gespielt wird. Warum auch? China ist schwach, Europa ist schwach. Nur die USA sind sozusagen noch nicht wirklich, ja, wie soll man sagen, angeschossen. Angeschossen ist Deutschland. Hier sehen wir mal die Industrieproduktion in Deutschland in verschiedene Sektoren unterteilt. Nur Elektroniker halten sich gut. Alles andere ist in den Miesen seit 2019. Also Construction, vor allem Bau, Manufacturing, Transport, Food, Chemicals, Paper. Und so weiter und so fort. Alles wirklich stark nach unten weisend und die Leute werden langsam unruhig, hat man das Gefühl. Heute eine Umfrage von YouGov. Was sagen Sie, wären Sie dafür, dass wir die Bundestagswahl vorziehen? Dann sagen 55%, ja, da wäre ich dafür, dass das passiert. Morgen ist der gute Olaf Scholz 2 Jahre lang im Amt und die Lage ist desaströs, wie NTV hier schreibt. Aber vielleicht kann er sich gar nicht mehr erinnern, dass er vor 2 Jahren Bundeskanzler wurde. Ne? Man weiß es ja nicht, der Mann hat teilweise rätselhafte Erinnerungslücken. Und bestimmte Lücken scheint mir auch die Energiepolitik in Deutschland aufzuweisen, die ja sehr einzigartig ist in der Welt. Hier eine Studie, nochmal, die zeigt, dass die Treibhausgasemissionen von amerikanischem LNG um mindestens 24% höher sind als die von Kohle. Es gab neulich auch mal eine ARD-Dokumentation über LNG in den USA, wie schmutzig Methan tritt aus. Ein immenser Energieaufwand, weil man das Gas erst runterkühlen muss, dann wird es mit Schwerdiesel über die Weltmeere transportiert, dann muss es wieder aufgewärmt werden. Also es ist wirklich ein Drama und wir setzen eben letztendlich auf Kohle und LNG. Aus der Kohle wollen wir aussteigen bis 2030, das wird wahrscheinlich nicht gelingen, weil schlichtweg sonst zu wenig Energie da ist. Und da ist jetzt eben die Frage Kernenergie, wahrscheinlich nicht mehr in Deutschland, der Zug scheint abgefahren. Aber global sehen wir, dass immer mehr Länder jetzt ihre Atomkraftwerke ausbauen wollen. Was spricht eigentlich gegen ein Revival von Atomkraft? Da gibt es ein paar echte Probleme. Die sind in diesem Artikel nochmal thematisiert, Vor- und Nachteile, die das Ganze haben kann. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, was ist mit dem Ölpreis los? Wir sind heute jetzt unter die Marke von 69 sogar gefallen. Wir waren im Oktober, Anfang oder Ende September waren wir bei 94, jetzt nicht mal mehr 69. Warum fällt der Ölpreis so krass? Dazu Expertenaussagen, die hochinteressant sind. Also diese beiden Artikel zur Kernkraft und zum Ölpreis. Und jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.